Da sind wir wieder in Sacred 3. Der nächste Level wartet. Hafen von Pelias. Kämpft euch zum Hafen von Pelias durch und wehrt die eindringenden Söldner ab. Lalala. Seltsam. Das Imperium scheint links und rechts anzugreifen, ohne erkennbares Muster oder Grund. Vielleicht ergibt das Sinn. Kartells Schiffe wurden auf dem Weg zum Hafen von Pelias gesichtet. Bei meinem Saphiri-Heimatland. Ein Schlag ins Eingemachte. Mein Volk hat einst drei Häfen und einen Chihuahua erobert. Aber wir haben sie zurückgegeben, außer den Chihuahua. Kartell wird diesen Hafen nicht zurückgeben. Er wollte ihn schon jahrelang zu seinem Eigentum machen. Wie passt das in Zanes Plan? Der Hafen von Pelias ist Umschlagplatz für ganz Ancaria. Wenn Kartell den Hafen übernimmt, wird kein Nachschub sein Ziel mehr erreichen. Und das wäre das Ende des Widerstands. Überzeugt. Lasst uns gehen! Ich kann Kartells Truppen nirgendwo sehen. Oh nein, der Angriff muss schon begonnen haben. Schnell zur Stadt! Ich eile. Düsen? Und schickt die Söldner ins Jenseits. Für jeden, den ihr mitnehmt, wird einer weniger die Stadt plündern. Mit der Waffe, die ich hier habe, werde ich ihnen zeigen, was... Ich bin noch zu haben und könnte dein Lieblingsgeist sein. What the fuck? Was ist denn das? Gefällt mir. So. Das gefällt mir. Ah ja. Shit, wir kommen hier nicht raus. Verdammt. Ne, hier ist nichts weiter. Gold, ich komme. Da müssen wir zum Glück nicht lang. Noch mehr Boote landen. Wenn wir sie nicht zerstören, werden immer mehr Söldner kommen. Ups. Oh, Baby. Gut, das haben wir platt gemacht. Sexy. Oh, das war nicht so schlau. La 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 la. Die haben meine schönen Landungsschiffe kaputt gemacht. Oh, ich glaube, er ist sauer. Wartet nur, bis er sieht, was ihr mit seinen Söldnern macht, die in der Werft warten. So, da sind wir auch schon. Ein Kontrollpunkti. Okay, wir sind da definitiv auf dem richtigen Weg. Hier haben wir noch ein bisschen Leben. Ihr habt also meine Schiffe zerstört. Das macht mich nicht wütend. Diesen Elite-Soldaten hingegen? Verdammt.
Du gehst mir auf den Senkel mit deiner Special-Attacke. Mit dir mache ich es besonders gern. Und dann wegrollen, wegrollen. Dann denken, wegrollen. Wegrollen. Gib's mir! Scheiße, wieder nicht weggerollt. Wow, ihr segelt hier einfach so durch, hm? Und jetzt zur Stadt, bevor Kartells Truppen noch mehr kuscheln wollen. Kommen wir durch? Natürlich nicht. Was ist das? Die Bewohner haben den Weg verbarrikadiert. Kann jemand von euch fliegen? Nur ein Scherz. Obwohl, vielleicht könnt ihr ja, wenn ihr einen Weg auf das Dach findet. Jetzt fliegt ihr. Männer, kämpft wie eine Kanone und pustet diese Helden von dieser Welt. Oder kämpft wie Mäuse und verzichtet auf den Schatz. Klettern Sie die Mauer an diesem Gebäude hoch? Klettere doch auf meine Mauer. Oder so. Ihr wollt doch die Erde retten, richtig? Dann wird euch ein bisschen Regen bestimmt nichts ausmachen. Oh nee, nicht schon wieder. Da fliegt irgendwas wieder runter. Es regnet doch gar... Oh, stürzende Felsen voraus. Nein, Trolle, die Felsen werfen voraus. Also, ich denke, wer oder was es auch ist, vor dem die Zivilisten abhauen, ihr müsst euch darum kümmern. Checkpoint. Die Söldner fühlen sich hier scheinbar richtig zu Hause. Sie haben es sich in einer Wohnung schön eingerichtet. Ach nee, die versuchen nur euch zu töten. Ach, jedes Mal. Scheiße. Hoppla, Sackgasse. Tut mir leid, dass ich euch... Oh, halt. Moment. Dieses Kran-Dingsbums da links vom Gebäude. Dreht das Rad und beobachtet, was passiert. Nö, nee, jetzt noch nicht. Erstmal gucken wir uns noch um. Reifen, haben wir wieder Bomben. Können wir nicht hier rum? Ja. Vergesst nicht das Rad. Dreht es. Ja. Sexy. Yeah, danke. So, dann drehen wir mal das hallo, Rad. Hallo. Mein Name ist Rad. Ich bin so einsam. Nerv nicht. Was? Der lebt noch. Ich glaube, jetzt haben wir jetzt wieder falsch gedreht. Upsala, ich habe die Bomben wieder übersehen. Ah, das kommt zu uns rum.
so. Wow, es funktioniert tatsächlich, was ich die ganze Zeit schon wusste. Natürlich. Vergesst nicht das Rad. Dreht es. So, kriegen wir nochmal Besuch? Natürlich. Oh, na klar. Ich bin so einsam. Natürlich nicht. Morgen früh werde ich dich trotzdem noch respektieren. Ja, komm schon. Noch einmal. Boah, ey, jetzt endlich. Seht, jetzt könnt ihr einfach hinübergehen. Wahnsinn. Wessen Idee war das nochmal? Ach ja, meine. Wie gefällt es euch, dass ihr unter einem Gebäude begraben werdet? Mir gefällt's. Hey, das ist unfair. Seine Schiffe schießen auf das Gebäude. Los, los, los! Raus! Alter, ich sehe nicht, wo ich lang muss. Ist eigentlich schon cool gemacht, das Spiel. Es passt bloß nicht zum Rest von der Sacred-Reihe. Ich glaube, das ist Kartells Flaggschiff ganz weit da draußen. Ich hoffe, ihr bekommt die Möglichkeit, ihm ordentlich in den Hintern zu treten, nachdem ihr hier aufgeräumt habt. Ihr habt es geschafft. Also, das ist jetzt die Hauptstraße. Meint ihr, ihr könnt die Söldner zurück zum Marktplatz treiben? Mal wieder große. Tschüss. Sexy. Wie kriege ich denn den jetzt gut besiegt? Jetzt liegen wir erstmal flach. Mit dir mache ich es besonders gern. Oh oh, wir kriegen auf der Mütze. Echt sexy! Die Stadt ist offiziell befreit. Dank euch. Sollen wir Kartell in seinem Flaggschiff jetzt einen Gruß schicken? Und wie? Kleine Äffchen, wie süß. Hier liegt ein Schnur. Da kommen wir nicht durch. Verstärkung, Artilleriefeuer, bla bla bla. Warum erspart ihr mir das nicht einfach und lauft nach Hause? Das Hafentor ist geschlossen, natürlich. Und die Trolle werfen Felsen, mal wieder. Hey, was, wenn wir dafür sorgen, dass die Felsen das Tor öffnen? Probiert das mal aus. Mhm. Sexy. Geht zum Tor, dann werfen die Trolle ihre Felsen dorthin. Irgendwie das Gefühl, es bringt nicht wirklich was. Lass die
Kontrolle das Tor mit den Felsen aufbrechen. Ach, das Tor. Ach, Baby. Na, ich komm nicht durch. Scheiße. Ich muss hier durch. Gefällt mir. Männer, tötet sie! Na los! Wie schwer kann das schon sein? Oh, nicht schon wieder so inner. Wir müssen... Hilfe. Ah, das geht doch so. Das ist ja praktisch. Irgendwann muss das Tor doch mal endlich Putschi sein hier. Ja, und jetzt löscht Kartells Flaggschiff aus. Ja, ich benutze Wörter wie auslöschen. Aber das machen wir dann erst ab der nächsten Folge. Spitze, bedanke mich. Bis dann.